Und damit Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ein Bug kommt selten allein, aka, wie sagt man das am besten, beim schlimmsten Tomb Raider Boss aller Zeiten. Denn, wie gesagt, die Steuerung, die macht uns hier einen Strich durch die Rechnung. Und, so, pack die Waffe mal weg. Wir haben jetzt hier nämlich folgendes Problem. So, wir müssen hier nämlich erstmal vor diesem Vieh flüchten. Und wie gesagt, wir hatten ja schon mal das Problem, dass die Steuerung hier erstmal tierisch einen an der Klatsche hat. Das ist nämlich auch das Problem. So, warte mal, wir konnten ja irgendwie... Ja, Curtis hat nämlich ein Problem. Er kann schlecht laufen. Und das kommt nämlich auch noch hinzu. Das kommt nämlich erschwerend hinzu, dass er nämlich hier dauerhaft noch so ein Zeug spuckt, dieser Gegner. So, jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Curtis, da hinten geht's lang. Also, wie gesagt, dieser Bosskampf, der ist seitens der Steuerung schon total dämlich. Und deswegen, ja, ihr seht's, ne? Nee, wir wollen aber nicht in der grünen Suppe baden. Wie gesagt, das ist von der Steuerung her total dämlich. Du hast hier im Prinzip keine Chance mehr, wenn du einmal liegst, weil er sich nämlich einfach nicht bewegt. Aber gut, sei es nun mal. Ach nee, warte mal. Warte mal, man konnte ja auch irgendwie dieses Ziel ändern, was anvisiert werden soll. Okay, so geht das schon mal nicht. Okay, ich brauche mal ein bisschen mehr... Ah, doch, es klappt. Okay, aber ich schlag mal eins vor. Und zwar werden wir mal zur Sicherheit halt ein bisschen hier ein paar Pillen nehmen. Da haben wir auch noch ein bisschen... Warte, ich werde mal zur Sicherheit speichern. Bowser Returns, genau. Und die Frau, die da drinne war, die kennen wir. Sie war ja im Prinzip immer sehr loyal. Aber ja, das hat ihm nicht gefallen. Und deswegen, wie gesagt, die Steuerung, die spielt hier ein eigenes Spiel. Ihr habt es ja gesehen, die Steuerung, die ist hier ein bisschen konfus. Denn, wie gesagt, das ist nicht so, wie es sein sollte. Seht ihr, was ich meine? Du willst nach hinten laufen und er läuft aber irgendwie anders. Okay, wartet. Ich probier's mal wie folgt. So, wie gesagt, mit schwierigen Bossen kennen wir uns ja in Tomb Raider aus. Deswegen, das ist alles so kein Problem. Aua. So, jetzt habe ich dich wenigstens ausgetrickst. Okay, wartet mal. Wir brauchen da mal ein bisschen Nachhilfe. Und zwar brauchen wir ein bisschen Gesundheit. Wow. Okay, gut. Wir müssen dann nämlich erstmal zur Seite. Also wie gesagt, die Steuerung... Die ist eine der schrecklichsten überhaupt bei Bosskämpfen. Die haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Also wie gesagt, das mit der Steuerung hier, das ist ein Grauen. Deswegen verstehe ich auch viele, die bei diesem Bosskampf sich sagen, nö, das will ich mal so gar nicht. Okay, einmal trifft es einem, einmal trifft es wieder einem nicht. So. Wir lassen das erstmal so, wie es ist. Okay, jetzt stehe ich hier schon an der Seite. Curtis, warum drehst du dich weg? Du solltest nur... Ja, wie gesagt, ihr versteht das Problem bei diesem Boss. Die Steuerung, die macht, was es will, weil die einfach mal willkürlich irgendwo sich hindreht, was sie eigentlich nicht soll. Und das ist so nicht zulässig.
könntest. Es wäre schön, wenn du überhaupt auf etwas zielst. So, Curtis. Ja, genau. So, du musst doch einfach nur drauf zielen. So, okay, jetzt bin ich dem schon mal ausgewichen. Toll. Ach nee. Ach so, doch hier. So, da kann ich auch schon mal drauf schießen irgendwie. So, jetzt weichen wir am besten erstmal aus. Jetzt müssen wir erstmal nur gucken. Ach so, auch nee. Gerade lief's doch so einigermaßen. Wie gesagt, man muss die Steuerung nicht nachvollziehen können. Die ist sehr merkwürdig. Deswegen... wie gesagt, ne? Wir laden nochmal das Spiel. Wir schaffen das auf jeden Fall. So, diesmal bin ich ausgewichen. Sehr gut. Irgendwie diesmal nicht. Aber wir wissen ja, was wir noch treffen müssen. Ja, wenn die Steuerung denn endlich mal mitspielen würde, dann könnte man das auch mal so einrichten, dass man da entsprechend... dass man da auch wirklich mal entsprechend was machen könnte. Wie gesagt, das eine Ding kann ich nur anvisieren, wenn Curtis auch mal... ja, man muss hier, wie gesagt, sehr komisch steuern. Also, wie gesagt, man muss das echt nicht nachvollziehen können. Ja, Loads Game. Pass auf, wir machen das so. Wir packen erstmal die Waffe ein. Machen uns hier mal schnell vom Acker. So, ich muss nämlich auf die andere Seite irgendwie rüberkommen. Blöd nur, dass ich gerade nicht allzu viel sehe. Außer, dass ich hier einen Volkstanz mit diesen Bows durchführe. Gut, das bringt uns aber auch nicht irgendwie weiter, habe ich das Gefühl. Nee, irgendwie mal so gar nicht. Okay, das brachte mir schon mal gar nichts, dieses Manöver. Okay, das geht so dann doch nicht. Zumindest nicht wie erhofft. Verdammt. Nee, Leute. Das andere habe ich doch schon gut kaputt geschossen. Eigentlich war ich gar nicht mehr schon im Schlagradius drinne. Aber egal. Egal. Wir dulden das einfach mal so. Warum auch immer er gerade das Ziel nicht ändert. Aber sei es drum. So, diesmal hat es nicht getroffen, das Vieh. Och nee! Okay, wartet. Ich habe das so einigermaßen. Also das kriegen wir noch hin. Das kriegt man hin. Ich habe da schon einen ganz guten Plan. Wir packen erstmal die Waffe weg. Springen nämlich ganz schnell zur Seite, was nämlich auch ganz erheblich hier ist. Auch nie. So, jetzt muss ich nämlich nur es schaffen, dass Curtis hier drauf zielt. Ja gut, so natürlich nicht. Das Problem ist halt ganz einfach, Curtis ändert, also da wird sprunghaft die Steuerung geändert. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, schnell weg hier. Na komm.
Och nee! So, jetzt einmal bitte. So, ja. Jetzt ändert sich wieder die Steuerung. Okay, jetzt hat er einen natürlich getroffen, alles klar. Och nee! Und nochmal zurück. Okay, ich müsste jetzt nämlich... Ja, ich müsste. Gut. Wow, wie auch immer er da in sich zusammengeklappt ist, das ist ein Weltwunder. Aber okay, wir packen mal schnell die Waffe ein. Schnell zur Seite. Noch ein bisschen laufen. So, ein bisschen ausholen. Was? Also, nie. Man muss das nicht verstehen. Also, irgendwie habe ich das ja damals auch geschafft und ich werde das auch diesmal wieder schaffen. Und komischerweise kann man da nämlich auch irgendwie zielen. Das ist... Nee. So, du musst doch nur deine Klappen da öffnen. Setz doch mal deine Scheuklappen ab, bitte. Und ich bin im Prinzip rechtzeitig gesprungen. Ah, jetzt läuft's hier. Und immer schön drauf damit. Ja, ja. Ja. Und jetzt? Ach so. Ach so, wartet mal. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wartet mal. Wir speichern mal ganz kurz das Spiel auf einen extra Platz hier. Denn jetzt haben wir ja das Problem. Also die Klappen sind alle weg. Ich brauche jetzt nur noch irgendwie passend Munition dafür. So, wo finde ich jetzt aber die Munition? Das ist die nächste Frage. Ist das hier... Okay, das ist nix. Im Prinzip muss es hier doch irgendwo Munition geben. Es sei denn, ich habe noch eine andere Waffe, aber... Nee, habe ich eben nicht. So, und nun? Okay, ich habe mich jetzt etwas umgeschaut und hier liegt tatsächlich irgendwo Munition rum. Es ist nur ziemlich schwierig zu erhalten, da wir hier ja noch einen schönen Verfolger am Hals hat. Aber tatsächlich, hier liegt irgendwo ein kleines Fitzelchen rum. Und ich habe jetzt wieder den Spielstand geladen, den ich schon offen hatte. Also den ich ja schon erspielt hatte. Deswegen, vielleicht habe ich das da auch schon zurechtgeschnitten. Je nachdem. Okay, so jetzt habe ich wieder zumindest ein bisschen Munition. Okay, das ist nicht viel. Aber immerhin etwas. So. Und da kann ich zumindest wieder schön drauf schießen hier. Hoffe ich zumindest. So. Na komm. Ach verdammt! Da drüben, das Ding ist noch offen. Ah, jetzt. Seht ihr, das geht doch. Ich hab's immer nur falsch ausgeführt. Also. Zack. Na, sehr schön. That wasn't so hard. Give me a break. Aber, wer dachte, das sei schon alles gewesen? Nee, 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 nee. Wir haben doch hier noch einen wunderschönen Gegner. Aber, wir gucken erstmal. Okay, ich habe erstmal keine Munition mehr. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder hier flüchten. Okay, wenn ich denn die Gelegenheit dazu habe. Ich bräuchte nämlich auch noch ein bisschen Hilfe, nee, ja, Hilfe auch schon, denn Hilfe, ich spiele dieses Spiel.
Vielleicht hilft es ja ein bisschen hier umherzuspringen. Man weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall nochmal Munition. Und ihr seht, was das Problem ist. Du kannst dem Feind nicht mal ordentlich ausweichen. Also, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Zumal ich, wie gesagt, nochmal ein bisschen Munition bräuchte. Und die ist da. Okay, gut. Das können wir so schon mal hinkriegen. Also deswegen Bowser Returns. So, und deswegen, ich muss die Zeit nutzen, während... Ach so, nee. That wasn't so hard. Give me a break. Ja, das mit der Pause wird so schnell erstmal leider nix. Das ist halt, wie gesagt, jetzt auch eine ziemlich unfaire Sache, weil du dann ganz schlecht ausweichen kannst, wenn sie angreift. Aber irgendwie muss ich ja noch an diesen Munitionsclip rankommen. Ich merke mir bloß nie, wo der war. Aber okay. Solange ich hier erstmal so ein bisschen rumhüpfe, ist das alles in Ordnung. So, zack. Also, solange ich hier rumhüpfe, aber irgendwie war es gerade wieder nicht in Ordnung. Na gut. Ich muss halt nur, wie gesagt, diese Munition finden, aber ich finde sie gerade nicht. Ja gut, dann rennen wir eben im Kreis. Dann ist das hier ein zirkulär verlaufendes Spiel. Damit kann ich auch leben. Besser, du machst das mit deinen Funkelaugen, anstatt irgendwas anderes hier. Ja, genau. Genau. Wirf mich um. So umwerfend schön bist du nun auch nicht, aber egal. So, pass auf. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie... Nee, da komme ich irgendwie nicht weg. Okay, wie gesagt, das respawnt ja erst, wenn es dann da ist. Die zweite Phase, die hatte ich, wie gesagt, auch total nicht mehr auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich. Das ist mir auch ein Rätsel hier. Gut, das können wir überspringen, das ist schon mal sehr schön. Ja, komm mir hinterher. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, einfach mal so zu wenden, ich weiß es nicht. Ich brauche, wie gesagt, diesen Munitionsclip. Ja, aber wie gesagt, dass man da nicht ausweichen kann, ist schon eine relativ unfaire Sache. Zumal Curtis ja nur nicht gerade der mobilste und agilste ist. Wo ist denn jetzt bitte? Wo ist denn jetzt bitte die Munition schon wieder hin? Die war hier an der Seite. Ah ja, hier. Okay. Jetzt bin ich wieder bestens gerüstet. Nee. Nee, Leute. Das war's. Nun ja. Gut. Und nun? Kriege ich da jetzt einen Preis für? Das Vieh ist ja irgendwo in der Wand drinne. Nun ja. Was? Ja, Curtis, Bowes ist kein Boss. Bowes ist nur dafür zuständig, weil du dich an meine Frau rangemacht hast. Deswegen, du hast zwar Bowes besiegt, oder Boss, wie man auch immer das ausspricht, aber
Du hast halt nicht die Rechnung damit gemacht. Und der Bosskampf, der war ja irgendwie doch einfach. Ich habe ihn zumindest geschafft. Im Gegensatz zu Akte X Resistor Surf. Da habe ich es nämlich nicht geschafft. Und wir sind nämlich bald am Ende des Spiels. The Lost Domain. Da haben wir noch eine schöne Passage, die auf uns wartet. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dieser Bosskampf, der hat euch gefallen. Für eure Unterstützung danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, ohne ein Safe Game benutzt zu haben, sieht man sich. Auch nie.